Die Saison geht los und trotzdem gehen die Aufträge gerade zurück. In dem Video erfährst du, was jetzt zu tun ist. Viele sind gerade in der Situation, normalerweise müsste die Saison losgehen, gerade im Bereich Bauelemente, im Bereich Küchen ist es schon seit einigen Monaten so, gut, da gibt es auch keine richtige Saison. Aber Aufträge bleiben trotzdem aus, die Leute sind unsicher, die wissen nicht, was zu tun ist, was sie machen sollen. Und letztes Jahr, durch die ganze Thematik, die wir letzten 2-3 Jahre sogar hatten, sind viele Käufer vorgezogen. Und das sorgt natürlich dafür, dass jetzt einige Unternehmen gerade echt Probleme haben, ihre Auftragsbücher zu füllen. Ja. Erstens natürlich die Auftragsbücher zu füllen und zweitens natürlich auch mit den Kosten, die sozusagen auf dem Weg dahin entstanden sind. Ja, viele haben ja auch Mitarbeiter aufgebaut. Genau, damit umzugehen. Also das sind zwei Aspekte. Auf der einen Seite geht die Nachfrage zurück, scheinbar, jetzt mal im ersten Moment. Und auf der anderen Seite sind die Kosten auch gestiegen bei vielen Unternehmen. Das heißt, man hat Mitarbeiter eingestellt, weil auch gerade als die Nachfrage so hoch war und man das Gefühl hatte, das geht auch genauso weiter, hat man natürlich viele Leute eingestellt, ne? Und das merken jetzt auch einige Betriebe, dass man eben diese Kluft sozusagen, dass diese Kluft immer größer wird. Und ja, darüber wollen wir reden, ne? Ja, also wir haben mal so drei Themen jetzt mitgebracht, drei Sofortmaßnahmen oder drei Dinge, die du auf jeden Fall tun musst oder nicht tun solltest, je nachdem, wie man sieht, damit es bei dir gut weitergeht. Also das Erste, was super, super wichtig ist, fahr dein Marketingbudget nicht runter. Das Kritischste, was du jetzt machen kannst, ist in dem Moment, wo das Flugzeug eh schon ein bisschen am runtergehen ist, noch den Sprit wegzunehmen, weil dann macht so, das ist halt wirklich nicht zielführend und ist aber die erste Maßnahme, die viele machen, weil Marketingkosten sind oft relativ flexibel zu planen und es ist einfacher, meiner Agentur zu sagen, gib kein Geld mehr aus, als Mitarbeiter zu sagen, du gehst jetzt nach Hause. Obwohl der Mitarbeiter A, mehr Geld kostet und B, weniger Geld bringt als die Werbung. Im ersten Schritt, ne? Ja. Eine zweite Sache, die du auf keinen Fall jetzt auch tun solltest, ist Kopf in den Sand stecken und sagen, ich warte jetzt einfach irgendwie ab. Wird schon wieder vorbeigehen, wird schon wieder besser werden, ich habe ja Reserven. Du solltest wirklich jetzt aktiv gucken, wie kommst du A an mehr Kunden und kannst B, Kunden halt wirklich davon überzeugen, auch was zu machen und was zu starten, weil es sind ja zwei Aspekte. Das eine ist weniger Anfragen, die sagen, ich hätte gern was bei dir. Ja. Das zweite ist von den Anfragen, die sowieso schon weniger sind, auch weniger Leute, die jetzt noch kaufen. Genau. Und so ist bei vielen wirklich so, die haben nur noch ein Viertel oder so von dem, was davor war. Und vor allem halt auch Anfragen auf dem Weg, den du bisher hattest oder kanntest. Ne? Das sind vielleicht Leute, die kommen dann über Empfehlungen, über links und rechts, über Mundpropaganda, über bekannte Empfehlungen und so weiter. Diese Art von Marketing oder diese Art von Empfehlungen, das wird halt weniger, weil die Leute halt generell einfach weniger konsumieren. Aber es gibt ja Möglichkeiten über Werbung auch Leute, genau die Leute anzusprechen, die jetzt gerade trotzdem Lust haben. Ja. Und diese Marketingkanäle, die nutzt du ja vielleicht noch gar nicht. Weil es gibt immer Leute, die auch in deiner Region, die jetzt gerade handeln wollen, die jetzt gerade was machen wollen. Und dein Job ist es halt, dass die genau zu dir kommen und nicht zu jemand anderen. So, und das ist genau dein Job. Ja, weil das wird halt in den nächsten Monaten und vielleicht sogar Jahren insgesamt für alle zu wenig geben, aber für Einzelne trotzdem noch genug. Ja, ist letztendlich einfach so. Und da musst du halt jetzt Gas geben und halt die Marketingkanäle nutzen, mit denen du schaffst, halt die Leute, die jetzt was machen wollen, zu dir zu holen, weil insgesamt die Gesamtnachfrage halt zurückgeht. Und dann musst du halt schauen, dass die Leute, die was machen wollen, da musst du halt sichtbar sein. Ja. Da musst du halt immer, du musst auf dem Handy von denen sein, du musst, wenn die abends nach Hause kommen, an den Rechner sich setzen, musst du da sein. Richtig. Wenn die auf dem Sofa liegen und irgendwie gerade Langeweile haben und darüber nachdenken, dann musst du halt da sein, wenn die halt gerade über das Thema nachdenken, was sie sich gerade anschaffen wollen. Ob das jetzt ein Terrassendach ist oder eine Küche oder eine PV-Anlage oder was auch immer. Aber es gibt natürlich immer Leute, die sich damit beschäftigen und die auch die finanziellen Mittel dazu haben. Und die müssen halt zur richtigen Zeit dann, musst du dann halt sichtbar sein. Genau, und der dritte Punkt, und das ist eigentlich auch irgendwo offensichtlich, aber halt trotzdem wichtig, nutze das, was du schon hast, nutze die Bestandskunden, die eh schon bei dir sind. Also du hast ja eine Vielzahl an Kunden gewonnen die letzten Jahre wahrscheinlich. Und wenn du diese Kunden einfach regelmäßig wieder kontaktierst, erhöhst du A, die Empfehlungsquote, weil die Leute sich eher an dich erinnern. Und B, sorgst du dafür, dass auch diese Leute immer mal wieder nochmal vielleicht was kaufen bei dir. Gerade wenn du Bauelemente machst, bist du sehr breit aufgestellt. Und bevor der Kunde, der vor 5 Jahren was bei dir gekauft hat, deinen Namen vielleicht schon vergessen hat, weil er aus seiner Rechnung danach nichts mehr bekommen hat von dir, woanders kauft, weil der gerade lauter schreit, kann er doch direkt zu dir kommen. Und diese Leute halt regelmäßig abzuholen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da haben wir auch teilweise Videos zu. Und mit unseren Partnern gehen wir das sehr intensiv durch, aber das ist ein Riesenpotenzial. Also wenn du 1000 Kunden in der Vergangenheit mal irgendwie gewonnen hast, dann hast du da relativ sicher Material, das die nächsten Jahre dich ernährt. Ja, definitiv. Na. Wenn du mit den drei Sachen arbeitest, dann kann ich dir versprechen, überstehst du die Zeit sehr gut, kommst sehr gut durch, überstehst du vielleicht sogar besser als, als du die letzten Jahre im Verhältnis zum Markt überstanden hast. Und ja, dann wünsche ich dir ansonsten eine gute Zeit, viel Erfolg und bleib dran, schau dir die anderen Videos an, dass du da auch nichts verpasst.